Okay, jetzt erzähle ich euch mal, was mit dem Bike passiert. Ich sitze hier am Tor 13. Hier werden die ganzen Wagen beladen, die zu den Events fahren. Ansonsten werden hier auch die Abholerbestellungen eingeladen, die runter in den Store gehen. Ja, mittlerweile ist es schon September. Die Saison ist vorbei und ich werde jetzt nochmal die Saison Revue passieren lassen. Das erste Event, das ich dieses Jahr gemacht habe, war Riva, der Bike-Marathon am Gardasee. Ja, heute geht es los. Das erste Festival des Jahres. Wir fahren zum Gardasee. Die Vorbereitungen laufen. Ja, man sieht die ganzen Räder, einige Mitarbeiterinnen, die Steffi, Marcel, der Rainer. Im Bus ist noch der Benni. Ja, mit den Kollegen einmal runtergefahren. Marcel ist noch voller Dinge. Angekommen am Gardasee. Noch ein bisschen Wolkenfang, aber morgen soll das Wetter super werden. Natürlich, das Bike ist dabei. Ich fahre heute mal die kleine Tour. Ja, bin jetzt schon mal hier oben auf, keine Ahnung, 600 Meter. Aber macht Spaß. 46 Kilometer, 1800 Höhenmeter. Da gönnt man sich mal ein alkoholfreies Weizen. Ich habe dann im Vorfeld ein bisschen die Strecke gefilmt. Sehr anspruchsvoll, es hat geregnet, es war sehr matschig und sehr steile Anstiege, stellenweise bis zu einer Dreiviertelstunde nur bergan. Die Strecke war 75 Kilometer, 2900 Höhenmeter, aber an sich hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bin insgesamt von allen Teilnehmern, waren glaube ich knapp 500, war ich 60. Also vom ganzen Aufwand, den ich vorher betrieben habe, vom Training her, war ich sehr zufrieden mit der Platzierung. Das Highlight der Saison waren zwei 24-Stunden-Rennen. Das erste war am Nürburgring, Rad am Ring, auch als MTB-Version. Ich war mit drei Kollegen da am Start, also als Viererteam. Und wir haben auch sehr gut abgeschnitten. Die Strecke hat zum Teil über den Nürburgring an sich geführt und dann ein bisschen durch den Wald, durchs Gelände. Was ich sehr, sehr, sehr toll und interessant fand, war, als wir auf der Strecke gefahren sind, konnte man schön mit den Rennradfahrern zusammenfahren, sich da auch ein bisschen in den Windschatten reinbegeben und hat dann natürlich sehr gute Zeiten erzielt. Als nächstes ging es direkt eine Woche später nach Duisburg zum 24-Stunden-Rennen. Das Wetter ist noch nicht so toll. Ich zeige euch mal rum. Das sind die ganzen Starter, ja, die sich alle freuen. Der Regen soll aber gleich aufhören. Also von daher, das wird schon. Wir sind dort im Achterteam gestartet, also nicht so stressig wie am Nürburgring. Es hat wieder ein bisschen geregnet im Vorfeld, das heißt, die Strecke war feucht und ein bisschen rutschig, hat sich aber dann sehr gut aufgeklärt und man konnte gut fahren. Es wird Nacht in Duisburg. Die Kulisse hat, beziehungsweise die Fahrt ging direkt durch eine Zeche, also war sehr mega spektakulär, ja, muss ich sagen. Das Nachtlager ist auch schon aufgebaut. Ja, dann kann es losgehen. Bisschen Schlaf und ca. 2 Uhr geht es dann wieder auf die Strecke. Und im Endeffekt sind wir 12. geworden mit dem Team. Wir waren sehr zufrieden, hat Spaß gemacht, war ein erfolgreiches Wochenende. Das letzte Event der Saison war der SKS Sauerland Marathon in der Nähe von Winterberg. Ich bin am Morgen hingefahren, weil der Start erst um 10 Uhr war. Das Wetter ist ja, durchwachsen. Die letzten Tage hat es ein bisschen geregnet. Das heißt, die Strecke wird recht nass sein. Okay, ich stehe jetzt am Start. Damit es nicht so voll wird und ich recht weit vorne stehe, bin ich schon mal hier. Es war sehr schön. War wieder ein bisschen regnerisch am Anfang, aber die Strecke ließ sich gut fahren. Ich hatte zwischenzeitlich einen kleinen Defekt mit meinem Freilauf und das konnte ich aber schnell beheben. Okay, der letzte Kilometer. Die Beine sind schon ganz schön schwach, aber nochmal alles geben. Im Endeffekt, der Parcours war knapp 2000 Höhenmeter lang. Ich habe den
40. Platz gemacht, in meiner Altersklasse sogar der 25. Wie gesagt, es war matschig. Ja, in der Saison bin ich insgesamt so um die 7000 Kilometer gefahren, das heißt Arbeitsweg plus die ganzen Events etc. Das Rad hat super gehalten, ich habe wenig Defekte gehabt. Einmal war die Gabel ein bisschen nicht so, wie ich wollte. Ansonsten der Freilauf, wie erwähnt, bei einem Rennen. Ich kann mich nicht beklagen, ich würde auch an sich nichts ändern. Das Einzige eventuell, wenn ich es nochmal machen könnte, dürfte, würde ich auf 1x12 wechseln. Tubeless würde ich vielleicht noch machen, wobei ich sagen muss, ich hatte in der ganzen Saison 2 Platten, ja, also sozusagen nichts. Was ich sehr positiv fand am Aufbau, auf jeden Fall die Sattelstütze und der Lenker. Also das heißt die P6 und der Vektor-Lenker. Mit dem hohen Flex hat man eine sehr komfortable Fahrweise. Die kritische Situation mit dem Bike während der ganzen Saison war beim Enduro-Rennen in Esnö. Die Strecke war ordentlich für mich als Marathonfahrer bzw. Cross-Country. Ich bin an einem Drop, ja, mit der falschen Haltung auf dem Rad gesessen und mich hat es dann natürlich komplett über den Lenker geschleudert. Ich war froh, dass ich einen Fullface-Helm auf hatte, weil ich bin hier direkt auf die Seite mit dem Kopf gefallen. Aber zum Glück ist nichts passiert weiter. Also, ja. Aber war mal eine Erfahrung wert. So, das war die letzte Folge für die Saison. Ich bedanke mich bei Bike Components, dass ich mir das Bike so aufbauen durfte. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt und freue mich auf mehr.